gebrochen. Sie sind so gemein. Oh. Oh. Entschuldigung, kann ich bitte mitfahren? Was? Prinzessin? Du erkennst mich? Natürlich! Ich habe Sie hier vor kurzem gesehen. Na los, steigen Sie ein. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich die Prinzessin getroffen habe. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ich heiße Lani. Schön, dich kennenzulernen, Lani. Also, wohin soll ich Sie fahren? Ich möchte gerne an einen fabelhaften Ort fahren. Ich kenne einen fabelhaften Ort. Soll ich Sie dorthin fahren? Ja, vielen Dank, Lani. Klar. Lani, die Prinzessin. Die Straßen in der Stadt sind immer voller Autos und Busse. Aber heute scheint der Verkehr schlimmer zu sein als sonst. Die Straßen sind heute verstopft. Hey, Lani. Oh? Oh? Sieh du. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Aber warum ist heute so viel Verkehr? Weil uns heute eine Prinzessin aus einem Nachbarland besucht. Eine Prinzessin? Sieh mal, da kommt sie. Lani war von der schönen Prinzessin fasziniert. Was? Du hast eine Prinzessin gesehen? Mhm. Sie war wunderschön. Wie sah sie denn aus? Na los, raus mit der Sprache. Okay, ich sag's euch. Sie hatte ein schönes Kleid an. Und ein funkelndes Diadem mit Juwelen auf dem Kopf. Und wurde von vielen schicken schwarzen Autos begleitet. Wow! Und überall rollten sie den roten Teppich für sie aus. Wow! Das ist einfach fantastisch! Oh, ich wünschte, ich wäre eine Prinzessin. Oh? Was soll das heißen? Du kannst keine Prinzessin sein. Warum nicht? Kann ich wohl. So geht das nicht. Es kann doch nicht jeder eine Prinzessin sein. Oh, da hast du wohl recht. Bis später. Oh? Arme Lani. Sie ist enttäuscht, dass sie keine Prinzessin sein kann. Wenn ich nur für einen Tag eine Prinzessin sein könnte. Wow. Wow. Du kannst keine Prinzessin sein. Ich werde wohl nie eine Prinzessin sein. Am nächsten Morgen versammelten sich die kleinen Busse vor der Werkstatt. Ich glaube, Lani geht es nicht so gut. Ja, aber ich kann trotzdem keinerlei Fehler bei ihr finden. Ich will Prinzessin sein. Was hat sie gesagt? Ich will auch Prinzessin sein. Hey, Kinder. Ich glaube, ich weiß, was ihr tun könnt, damit sich Lani besser fühlt. Wirklich? Ja. Ich glaube, Lani ist sehr enttäuscht, dass sie keine echte Prinzessin ist. Also, wie wäre es, wenn ihr sie für einen Tag eine Prinzessin sein lasst? Sie soll eine Prinzessin sein? Auf keinen Fall! Nein! Warum würden wir das tun? Wir können Lani nicht einfach so zurücklassen. Komm schon, Rogi! Ja, es ist doch nur für einen Tag. Okay. Lani, rate mal! Wir machen dich für einen Tag zur Prinzessin! Ich? Eine Prinzessin? Ja, Prinzessin! Wir stehen Ihnen zu Diensten! Ihr seid die Besten! Hey, ich dachte, sie wäre krank! Ich auch! Okay, jetzt erkläre ich euch die Regeln. Nummer 1. Ihr müsst mich zu jeder Zeit Prinzessin Lani nennen. Okay, Lani. Nein, du musst Prinzessin Lani sagen. Ja, Prinzessin Lani. Nummer 2. Ihr müsst immer gut auf mich aufpassen, ganz egal, wohin ich fahre. Okay. Und Nummer 3.
Ihr müsst alles tun, was ich euch sage. Alles klar? Was? Das können wir doch nicht machen. Rugi, es ist nur für einen Tag. Ja. Okay. Also gut. Nun, sagt alle Prinzessin Lani. Prinzessin Lani. Sag das nochmal. Diesmal lauter. Prinzessin Lani. Wie lange müssen wir das denn noch machen? Ich weiß nicht, aber ich werde müde. Was macht sie denn da überhaupt? Vielleicht versucht sie, sich wie eine Prinzessin zu bewegen. Wirklich? Also, sehe ich jetzt auch aus wie eine Prinzessin? Ja, du siehst komisch aus. Hey, was macht ihr denn da? Oh, yeah. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr mir auf Schritt und Tritt folgen sollt. Schon vergessen? Komm schon, Lani. Bist du noch nicht müde? Ja, wir fahren ja nur im Kreis herum. Vielleicht bin ich etwas müde. Können wir jetzt aufhören? Nein, jetzt könnt ihr mich unterhalten. Das war lustig. Okay, Tayo, du bist fertig. Der nächste ist Gani. Tut mir leid, Prinzessin, aber ich habe doch keine speziellen Talente. Gut. Da du heute so gut warst, bist du fein raus. Der nächste ist Rugi. Was mache ich nur? Ich werde einfach singen. Rugi, 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 so ein kleiner lieber Bus. Er fährt schnell und bremst ab. Was war das? Das war furchtbar. Was? Das war doch kein Gesang. Das war nur Lärm. Mach's doch mal. Sofort. Ich mache es nicht noch mal. Auf keinen Fall. Wie bitte, Rugi? Ich will, dass er sofort bestraft wird. Komm schon, Lani. Lass uns doch aufhören. Ja, wir wollen etwas anderes spielen. Sofort. Aber das war doch eure Idee. Ja, aber du bist zu herrisch. Er hat recht. Hören wir jetzt auf. Das könnt ihr nicht machen. Ich glaub das einfach nicht. Lani, warte! Tayo, der kleine Bus. Sie haben ihr Versprechen gebrochen. Sie sind so gemein. Entschuldigung, kann ich bitte mitfahren? Was? Prinzessin? Du erkennst mich? Natürlich! Ich habe sie hier vor kurzem gesehen. Na los, steigen Sie ein. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich die Prinzessin getroffen habe. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ich heiße Lani. Schön, dich kennenzulernen, Lani. Also, wohin soll ich Sie fahren? Ich möchte gerne an einen fabelhaften Ort fahren. Ich kenne einen fabelhaften Ort. Soll ich Sie dorthin fahren? Ja, vielen Dank, Lani. Klar. Also fuhr Lani, die Prinzessin, durch eine mit Blumen gesäumte Straße. Sie haben sich köstlich amüsiert. Wow, das ist wunderschön, Lani. Danke, dass du mich hergebracht hast. Aber sie waren sicher schon an viel besseren Orten als hier. Mit vielen schönen Autos, die sie begleitet haben. Ich war immer so neidisch auf sie. Wirklich? Oh? Aber ich beneide dich, Lani. Mich? Du kannst überall hinfahren, wo du willst. Und kommst an Orte wie diesen, wann immer du willst. Aber ich darf nirgendwo einfach so hingehen, ohne Begleitung. Oder meine Freunde besuchen, wenn ich will. Also musste ich mich von den Wachen wegschleichen, ohne dass sie es merkten. Oh, bekommen sie dann keinen Ärger? Vielleicht ein bisschen, wenn ich erwischt werde. Aber ich bin froh, dass ich eine so großartige neue Freundin wie dich kennengelernt habe. Ich auch. Vielen lieben Dank für alles, Lani. Prinzessin.
Fall müssen Sie unser Busdepot besuchen. Dein Busdepot? Ja, dann können Sie alle meine anderen Freunde treffen, Prinzessin. Die werden Sie sicher auch sehr mögen. Okay, ich werde dich bald besuchen. Wir warten auf Sie. Bis später dann, Prinzessin. Auf Wiedersehen, Lani. Ich sollte zu meinen Freunden zurückkehren. Sie könnten sich Sorgen machen. Es ist so dunkel hier. Hallo? Willkommen zurück, Prinzessin Lani. Wir haben Sie erwartet. Oh, wie toll. Hier entlang, Prinzessin Lani. Oh, okay. Oh, wow. Willkommen zu Hause, Prinzessin Lani. Oh. Ah. Oh. Bitteschön. Oh. Wow. Lani, die ist für dich. Gefällt sie dir? Sie ist wunderschön. Vielen Dank, ihr Lieben. Tut mir leid, wegen wohin, Lani? Wir werden dich von nun an wie eine echte Prinzessin behandeln. Oh, Jungs. Mir tut es auch leid, dass ich meine großartigen Freunde nicht zu schätzen weiß. Aber jetzt weiß ich, dass es besser ist, gute Freunde zu haben als eine Krone. Ich will keine Prinzessin sein. Ich liebe es, mit meinen Freunden zusammen zu sein. Oh, Lani. Dann brauchst du wohl die Krone nicht mehr. Oh, tja, könnte ich sie nur für heute tragen? Oh, Lani. Nach einem sehr aufregenden Tag wurde Lani klar, dass es besser ist, gute Freunde zu haben, als eine Prinzessin zu sein. Ich kann nicht schlafen. Lani hat heute frei. Aber es regnet. Endlich habe ich mal wieder eine Pause und jetzt kann ich nicht mal raus. Ich bin müde vom Nichtstun. Wir sind wieder da! Warum seid ihr schon wieder da? Was? Was meinst du mit schon? Wir sind später als sonst wiedergekommen. Was? Hä? Wird es etwa schon dunkel? Hast du etwa den ganzen Tag geschlafen? Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe an meinem lang ersehnten freien Tag nichts getan. Und ich bin nicht mal sehr müde, weil ich am Nachmittag schon geschlafen habe. Ich habe Langeweile. Ich gehe fernsehen. An diesem Abend hat Lani bis spät in die Nacht ferngesehen. Das ist cool. Ich habe gut geschlafen. Auf geht's. Wir müssen uns für die Schule fertig machen. Okay. Och. Lani schläft noch. Was machst du denn? Aufwachen. Warum wacht sie denn nicht auf? Das ist seltsam. Lani, wir müssen zur Schule. Hallo alle miteinander. Hallo. Passt gut auf. Heute spielen wir mit Zahlen. Okay. Ich bin so müde. Meine Augen fallen zu. Auf den Bildschirm. Prinzessin Lani! Was? Prinzessin? Oh! Ich bin eine Prinzessin geworden. Prinzessin Lani, sag einfach irgendwas. Wir befolgen deine Worte, egal was passiert. Brauchst du vielleicht irgendwas? In Ordnung, dann zuerst. Was ist los? Prinzessin Lani, da bist du ja. Hilfe! Prinzessin Lani. Prinz! Geht es dir gut? Ja. Dann sag mir, welche Zahl ist größer, 3 oder 4? Wie bitte? Lani, welche Zahl ist größer, 3 oder 4? Hä? Lani! Aufwachen! Es ist 4! Lani, wie kannst du nur im Unterricht einschlafen? Es tut mir leid. Also, was wollen wir jetzt spielen? Wie wär's mit Verstecken? Ich war so müde im Unterricht. Okay, wer als Letzter ankommt, ist dran. Wartet auf mich! Was?
Juhu! Juhu! Ich bin Erster! Also wirklich, das war knapp! Lani ist also dran. Oh. Okay. Zähl bis 10. Gehen wir uns verstecken! Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lani findet uns nie! Sophie ist sicher! 10. Ich glaube, Lani kann uns nicht finden. Das habe ich dir doch gesagt. Rogi, wir haben uns viel zu gut versteckt. Ja, ich dachte nicht, dass sie so lange braucht. Sollen wir einfach rauskommen? Wie aber? Sie schläft. Ich bin so müde. Ich gehe heute besser früh ins Bett. Ich kann nicht schlafen. Das ist so seltsam. Ich war vorhin so müde. Oh nein. Lani scheint heute Abend auch nicht schläfrig zu sein. Bis später! Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Ich bin so müde. Hallo. Lani hat sehr schlecht geschlafen. Und macht immer wieder Fehler auf der Arbeit. Wir sind da. Das ist doch gar nicht unsere Haltestelle. Ich halte es nicht mehr aus. Vielleicht ruhe ich mich da drüben ein bisschen aus. Ich schlafe nur 10 Minuten. Der kleine Bus. Ich bin mit der Arbeit fertig. Ist das Lani? Lani? Du bist es, Nuri. Hast du hier geschlafen? Ja. Es wird schon wieder dunkel. Ich wollte nur kurz schlafen. Was ist passiert? Bist du etwa krank? Nein. In letzter Zeit konnte ich nachts überhaupt nicht schlafen. Also döse ich immer wieder ein. Ich verstehe. Weißt du vielleicht, wie ich einschlafen könnte? Wie wär's mit Schafe zählen? Schafe? Ja, wenn du Schafe zählst, dann schläfst du irgendwann ein. Alles klar. Dann zähle ich jetzt also Schafe. 1 Schaf, 2 Schafe, 3 Schafe, 4 Schafe, 5, 6... Stehen bleiben! Der Täter ist hier! Was war das? Der großartige Detektiv Rogi ist hier. Er hat im Schlaf geredet. Rogi hat mich aufgeweckt. Selbst heute kann Lani nicht einschlafen, bis spät in die Nacht. Das Schlaflied hilft auch nicht. Egal, was Lani versucht, sie kann einfach nicht einschlafen. Ich kann nicht schlafen. Wie siehst du denn aus? Ich kann in letzter Zeit nicht schlafen. Ich gehe zuerst. Das ist wirklich ein Problem, wenn sie nachts nicht schlafen kann. Können wir ihr denn irgendwie helfen? Ich habe eine Idee. Hallo. Hallo. Ich bin so müde. Was soll das? Ups, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid. Los geht's. Ich bin fertig. Jetzt muss ich mich ausruhen. Lani! Oh? Kannst du mir helfen, ein paar Sachen aus dem Lager zu holen? Okay. Lani, das muss in die Werkstatt. Oh ja, ich habe die Reifen nicht mitgebracht. Oh, das ist es nicht. Lani, wir müssen noch einmal zurückfahren. Warum zwingt sie mich ausgerechnet heute dazu? Ich will nur ein Nickerchen machen. Jetzt werde ich wirklich schlafen.
Lani! Hallo. Wir sind gerade auf dem Weg zum Spielplatz. Willst du mitkommen? Nein, danke. Ich bin ein bisschen müde. Komm schon! Ich sagte doch, ich komme nicht mit. Fahren wir! Fahren wir! Juhu! Jungs, ich will aufhören. Na los, nur noch einmal. Ich will nicht. Jetzt spielen wir Zug. Mach ich, wenn du kannst. Nein, ich will nicht. Jungs, gehen wir endlich zurück zum Depot. Bitte. Wir wollen noch ein bisschen spielen. Wir zeigen dir, was los ist, Lani. Hört bitte auf damit. Macht ihr euch über mich lustig? Ich gehe. Lani. Geh doch nicht. Lani wohl etwas übertrieben. Was, wenn sie wirklich sauer auf uns ist? Ihr Lieben. Wollt ihr mal kurz gucken kommen? Juhu, wir haben es geschafft! In dieser Nacht schlief Lani besser als je zuvor. Lani, bist du wach? Ja, ich bin schon lange nicht mehr so früh eingeschlafen, also fühle ich mich richtig gut. Das ist toll. Übrigens, haben deine Freunde dich gestern nicht genervt? Habe ich das auch? Ja, doch, das haben sie. Das war doch unser Plan, damit du auch wirklich früh einschläfst. Wirklich? Ja, wenn du ein Nickerchen machst, kannst du nachts nicht schlafen. Also haben wir dich davon abgehalten. Deswegen. Das wusste ich nicht. Oh, ihr alle. Hallo, Hannah und Lani. Was ist denn mit euch los? Ist etwas passiert? Lani hat so laut geschnarcht. Also konnten wir überhaupt nicht schlafen. Was? Nein, das glaube ich nicht. Es ist schön zu sehen, dass Lani so gut geschlafen hat. Lanis freier Tag. Es ist ein neuer Tag im Busdepot. Lani ist etwas früher wach als sonst. Bis später, Jungs. Lani! Oh? Oh, Dani, habe ich dich geweckt? Fährst du denn jetzt schon zur Arbeit? Nein, ich habe heute frei. Also dachte ich, ich mache eine schöne Fahrt aufs Land. Wow, aufs Land? Das klingt toll. Okay, ich fahre dann. Viel Spaß. Lani hat echt Glück. Aufwachen, guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist Lani? Tja, sie hat heute frei, also ist sie früh losgefahren. Sie macht eine Reise. Sie ist schon weg? Wo ist sie hingefahren? Ich weiß nicht. Sie meinte irgendwo aufs Land. Ich frag mich, wo sie ist. Ich bin so neugierig. Lani hat echt Glück. Es dauert nicht mehr lang. Entschuldigung, was stimmt denn nicht? Etwas stimmt mit meinem Motor nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll ich tun? Die Kinder wollen zum Picknick. Yippie! Was ist denn los? Ich kann mich nicht bewegen. Was sollen wir tun? Oh. Heißt das, wir können nicht zum Picknick? Ich will aber zum Picknick. Moment. Die Kinder werden
werden traurig sein, wenn sie nicht hin können. Soll ich sie vielleicht fahren? Aber dann kann ich meine Reise nicht machen. Ich kann ein anderes Mal verreisen. Ich werde die Kinder mitnehmen. Entschuldigung? Ich kann die Kinder mitnehmen. Du? Aber musst du denn nicht arbeiten? Nein, heute habe ich frei. Willst du denn nicht deinen freien Tag genießen? Das ist schon okay. Es ist doch ein besonderer Tag für die Kinder. Also, wenn es dir wirklich nichts ausmacht? Natürlich nicht. Kinder. Oh, unserem kleinen Bus geht es nicht gut. Also fährt uns der andere kleine Bus neben ihm. Wirklich? Oh. Wir können also zum Picknick? Ja, steigt in den Bus. Hallo Kinder, ich bin Lani. Hi. Aufpassen, langsam Kinder. Danke Lani. Kein Problem. Wir fahren dann mal. Danke. Ja? Gute Reise. Ach, diese Straße ist immer verstopft. Hallo, Tayo. Oh, hallo, Toto. Er bringt bestimmt einen kaputten Bus zur Werkstatt. Ich frag mich, wo Lani hingefahren ist. Tayo? Oh? Schau nach vorne. Oh, oh nein! Oh. Oh. Du solltest auf der Straße wirklich nicht träumen. Ich habe doch nur kurz über etwas nachgedacht. Das ist gefährlich. Manchmal benimmt sich Garni wie ein Erwachsener. Okay, Tayo. Bis später. Okay, tschüss. Oh? Es ist Lani. Lani, hallo. Huh? Hallo, Garni. Warum bist du noch in der Stadt? Wolltest du nicht aufs Land fahren? Es kam etwas dazwischen. Ich fahre ein anderes Mal. Was ist passiert? Der Vorschulbus war kaputt. Also nehme ich die Kinder mit. Das kitzelt. Kinder, malt nicht auf den Bus. Du bist so ein netter Bus, Lani. Ich fahr dann mal. Bis dann. Tschüss. Puh. Ah, da ist ein Eiswagen. Wow. Eis, 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 Eis. Kinder, beruhigt euch. Eis, Eis, Eis. Oh, tut mir leid, Lani. Könntest du mal kurz ranfahren? Gern, kein Problem. Entschuldigung, die Kinder möchten gern ein Eis haben. Könnten Sie bitte kurz anhalten? Ha? Aha, aber gerne doch. Immer mit der Ruhe, Kinder. Stolpert nicht. Sie lieben Eis. Steigt langsam ein. Einer nach dem anderen. Oh. Oh, es tut mir so leid, Lani. Oh nein. Schon okay. Ich kann's abwaschen. Oh. Ich kaufe dir später ein neues. Bitte weine nicht und steig ein. Tayo, der kleine Bus. Willkommen im Bus. Lani hat bestimmt viel Spaß. Ich frag mich, was sie gerade macht. Rogi! Ah? Deine Fahrgäste warten. Warum fahren wir denn nicht? Stimmt etwas nicht. Entschuldigung, wir fahren sofort los. Rogi, du solltest an einer Haltestelle wirklich nicht träumen. Tut mir wirklich leid. Ich passe nächstes Mal besser auf. Gut. Okay, ich mache mich dann auf den Weg.
manchmal benimmt sich Garni wie ein Erwachsener. Das ist ein Panda. Oh, wow. Können wir den Panda mitnehmen? Mitnehmen! Mitnehmen! Kinder, wir müssen doch zum Picknick. Entschuldigung, wohin gehen Sie? Nur um die Ecke? Kann ich Sie mitnehmen? Für die Kinder. Kinder, hier ist der Panda. Danke, Herr Panda. Ich bin jetzt schon müde. Hanna! Oh, hallo Toto. Ist etwa ein Bus kaputt? Ja. Gute Arbeit. Na du. Hallo. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich fuhr die Kinder zu einem Picknick und kam plötzlich nicht mehr weiter. Also gut, schauen wir uns das mal an. Moment, wo sind die Kinder? Also, ein freundlicher kleiner Bus hat die Fahrt einfach für mich übernommen. Ein freundlicher kleiner Bus? Wer war das wohl? Wir sind da! Vielen herzlichen Dank, Lani. Keine Ursache. Wiedersehen, Kinder! Oh, diese Kinder. Oh, ist schon gut. Ich mach mich dann auf den Weg. Lani! Lani! Wiedersehen, Lani! Danke! Oh, auf Wiedersehen, Kinder! Bis zum nächsten Mal! Wiedersehen! Danke! Wiedersehen! Ich bin so froh, dass ich sie mitgenommen habe. Tayo, Rogi! Hallo, Garni! Lani ist wohl noch nicht zurück. Nein, ist sie nicht. Wir haben hier auf sie gewartet. Ich wollte doch alles über ihre Reise hören. Ja, also ich habe auch den ganzen Tag daran gedacht. Hallo! Ihr seid ja alle hier. Lani, wo bist du heute hingefahren? Ja, was hast du gemacht? Na los, sag's uns. Oh, ich habe heute keine Reise gemacht. Aber ich habe was viel Tolleres gemacht. Meinst du nicht auch, Garni? Was macht denn mehr Spaß als eine Reise? Was hast du gemacht? Es ist ein Geheimnis. Garni, du weißt doch, was sie gemacht hat, oder? Na los, sag's uns! Ich weiß es auch nicht. Was? Sag es uns bitte! Obwohl sie ihre Reise nicht machen konnte, hatte Lani einen tollen Tag. Es macht Spaß, Menschen zu helfen, oder?